Comics sind für alle. Egal ob groß, klein, dick, dünn, schwarz, weiß, blau, grün, was auch immer. Jeder darf Comic lesen und ich denke, jeder will sich auch mit irgendwelchen Charakteren identifizieren. Und deswegen reden wir heute über DC Pride. Was geht ab, meine lieben Comic-Freunde? Willkommen zurück im Flow-Universum. Heute gibt es meine Review zum DC Pride Special. Ich weiß, das Ganze ist eigentlich letztes Jahr released worden, aber es wird dieses Jahr im Deutschen released. Deswegen dachte ich mir, ist das Ganze eine Review wert, damit man weiß, muss man da reingucken oder ist das Ganze einfach nur unnötig? Ich glaube, die meisten von euch wissen, das ist so ein gesammeltes Buch, bei dem mehrere Kurzgeschichten drin sind. Und was ich davon halte, darüber reden wir jetzt. Grundsätzlich finde ich es ziemlich cool eigentlich, dass sie so ein Pride-Special rausgebracht haben. Wie gesagt, bei uns kommt das eben dieses Jahr raus. Und es gibt auch dieses Jahr schon wieder ein neues im Englischen. Das hat es aber leider noch nicht zu mir geschafft. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache mal über das ein Review. Und wir werden dann gucken, ob ich über das nächste auch ein Review mache. Ist aber auf jeden Fall schon mal bestellt. Und da bin ich auch richtig gespannt, weil da ist auch der John Kent Superman drin, der mich auch sehr, sehr interessieren würde. Ich habe ja seine Reihe abonniert und würde auch gerne diese Kurzgeschichte von ihm lesen. Wie gesagt, habe es leider noch nicht gemacht. Würde mich aber auf jeden Fall interessieren. Vielleicht mache ich dazu ja auch noch eine Review. Ja, wie gesagt, das Ganze ist ein Anthologiebuch. Das heißt, es sind viele verschiedene Kurzgeschichten drin mit Charakteren, die halt so ein bisschen zur Pride-Community gehören, also die halt da irgendwie dazugehören. Man sieht, es sind viele Charaktere, die es bei DC schon gibt. Das heißt, sie sind nicht extra irgendwie erfunden worden und so, was ich grundsätzlich ziemlich cool finde. Ich kann natürlich in dieser Review nicht über alle Storys sprechen und ich möchte auch so spoilerfrei sein, wie es geht, weil, wie gesagt, so Kurzgeschichten, wenn man da ein bisschen zu viel verrät, da weiß man eigentlich gleich alles. Und deswegen werde ich euch einfach nur ein bisschen so die drei besten präsentieren, die ich da drin gelesen habe. Ja, eine coole Story war mit Harley Quinn und Poison Ivy, bei dem sie ein nettes Gespräch führen und dann kommt irgend so ein komisches Bubble-Monster und will natürlich wieder mal die Erde zerstören. Das Ganze ist geschrieben von Mariko Tamaki und gezeichnet von Amy Reeder. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ihr wisst ja, ich mag Harley Quinn und Poison Ivy als Charaktere sehr gerne und fand, das war so ein richtig schönes, stimmiges Heft da. Bisschen lächerlicher und cartoonischer Zeichenstil hat auch gut dazu gepasst, deswegen kann man da auf jeden Fall mal reinschauen. Die zweite Story, die mir sehr gut gefallen hat in diesem Heft, war mit Aqualad. Ich glaube, die meisten wissen, ich habe nicht wirklich viel Berührung mit Aqualad, mit diesem Charakter gehabt. Ich habe die Reihe mit ihm abonniert, die neue Aquaman-Reihe, deswegen bin ich da auf jeden Fall sehr, sehr gespannt und wollte sowieso mal was von ihm lesen und habe da eine ziemlich coole Story mit ihm bekommen. Er geht nämlich mit seinem Freund auf die Pride-Parade und die wird dann von irgendeinem Unterwelt-Dude namens Eclipso angegriffen. Natürlich wieder so ein richtiger Bad Guy, aber ich muss sagen, der war eigentlich ziemlich cool sein und dann sieht man halt, dass in der Pride-Community viele Leute mit Superkräften sind, was ich ziemlich cool fand und die kämpfen halt dann gegen diesen Dude. Und meine Lieblingsstory in diesem Buch war mit Midnighter, aber auch hauptsächlich wegen den Zeichnungen. Die Zeichnungen waren von Steven Byrne, geschrieben wurde das Ganze von Steve Orlando. Ich muss sagen, das war so meine Favorite Story, die war einfach so schön gezeichnet und hatte so eine richtig düstere Magierstimmung. Denn hier geht es um Midnighter, wie gesagt, der mit seinem Kumpel Gregorio. Ich weiß nicht, aber der Dude sah einfach eins aus wie Dr. Strange und hat auch so Magie wie Dr. Strange benutzt. Sie versuchen nämlich einen Nazi-Vampir aufzuhalten. Grundsätzlich irgendwie ziemlich dumm, dieser Dude, weil, wie gesagt, ich fand es ziemlich nice, das ist einfach ein scheiß Nazi-Vampir ist. Und es gilt halt, den aufzuhalten. Mehr gibt es eigentlich zur Story nicht zu sagen, weil da würde ich eigentlich euch nur spoilern. Es gibt auch einen kleinen Gastauftritt von jemandem, was ich ziemlich cool fand und am Ende ein cooles, nettes Gespräch. Und wie gesagt, das war so die Story, die mir persönlich am besten in diesem Buch gefallen hat. Ja, so viel zu meiner Review. Ich möchte auch einmal am Ende anmerken, ich finde es ziemlich cool, dass es so ein kleines Pride-Banner bei DC gibt. Natürlich habe ich auch in Communities und so weiter gelesen, dass das Ganze nur Geldmache ist. Ich persönlich finde es nicht so schlimm, weil ich mir denke, wenn sich jemand nicht interessiert, muss er sich da nicht holen. Es gibt auch so ein kleines, cooles Pride-Banner. Das ist jetzt auch bei den Heften teilweise oben. Wie gesagt, natürlich braucht es nicht jeder. Es will auch nicht jeder. Ich persönlich, mir ist es, wie gesagt, egal. Ich finde es cool, weil, wie gesagt, ihr wisst ja, warum ich Comics lese. Ich lese ja Comics, um einfach den Alltag zu entfliehen, um in eine andere Welt einzutauchen, wo es wirklich Helden gibt, wo es Vorbilder gibt, die wirklich gut handeln, wo man einfach interessante Geschichten verfolgen kann. Aber das Wichtigste ist bei solchen Geschichten eigentlich auch immer, dass man sich selber mit diesen Charakteren identifizieren kann. Zumindest ist das Ganze bei mir so und ich finde es genau deswegen cool, dass es auch Superhelden gibt, die zur Pride-Community gehören, die das Ganze auch so ein bisschen zeigen und deswegen finde ich das Ganze cool, dass es so ein Special gibt. Ich persönlich muss sagen, so die Pride-Seite interessiert mich bei DC halt. Bei Marvel muss ich sagen, finde ich, gibt es jetzt nicht so krasse Charaktere, die mich persönlich interessieren, aber wie gesagt, es gibt halt echt coole Charaktere. Und da kann man auf jeden Fall mal reinschauen. Am Ende des Videos möchte ich noch einmal kurz darüber reden und sagen, Tom Taylor, einer meiner Lieblings-Comic-Autoren, hat ein ziemlich cooles Interview gegeben, bei dem er darüber redet, warum Comics für alle sind. Habe ich euch in der Videobeschreibung verlinkt, vielleicht interessiert euch das, ich gucke mir das ab und zu immer wieder an, weil ich finde, dass der Typ einfach so ein intelligenter Mensch ist und noch dazu die besten Comic-Stories schreibt, die es gerade aktuell so am Markt gibt. Abschließend zu diesem Thema möchte ich einfach noch sagen, Comics sind einfach für alle. Egal wer ihr seid, wo ihr seid, die können einfach immer Comics lesen, denn irgendwie findet man sich immer wieder zurecht in der Welt der
Comics und man sieht sich selber auch immer wieder ein bisschen. Also schreibt mir auf jeden Fall eure Meinung zu den ganzen in die Kommentare. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Ciao.